Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Aber alles klar, wir müssen jetzt zur Kapelle und können das Rätsel der Bodenplatten lösen. Das war auch noch ein schlechtes Rätsel, glaube ich. Also ein schweres Rätsel, bin ich der Meinung, oder war das ein einfaches? Ich weiß es nicht mehr. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Reden wir nochmal mit Frank. Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Hä? Was? Was? Hä? Egal, was du sagst, ich weiß ein besseres Thema. Nee, das hatten wir alles schon mal, ne? Du zerstörst die heilige Ehe. Ja, das hatten wir auch schon. Und wo bin ich doch aber die niemand sonst hätte, falls es sich... Es gibt sie. Lilly war beeindruckt. Ja. Moment, Buch einfach nur, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Ist es auch. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ja. Oh Mann, wie dumm. Achso. Nein, ich wollte da nichts. Nein. Ach. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Es ist Sudoku, ja. Frank verkörpert mich komplett. Nice. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Der Schlangenzungen-Bärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten, aber schließlich setzten sich die Schlangenzungen-Bären durch. Unter großem Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung im Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier, der Wendehalslöwen, im Mosaik eingepasst werden musste. Okay. So, hier kommt das Löwenwappen hin und dann fehlt nur noch das Wappen. Dann kommt hier schon mal auf jeden Fall das hin und hier das. Dann kommt hier das und hier der Löwe und dann kommt hier der Löwe und hier das und hier das. So. Jetzt brauchen wir nur... Okay. Ja, es kann nur hier sein. Dann kann das nur hier sein und das kann nur hier sein. Nein, das macht keinen Sinn, warte mal. Nein, hier! Klar! Ja, was mache ich denn? Ja, das muss es sein! Ich habe das Rätsel gelöst! Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Du hast das Rätsel gelöst? Du hast das Rätsel gelöst? Nun, da Frank du? Mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lilly endlich Garrett aus der Reserve locken. Lilly kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind,
Dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werd verrückt. Mann, das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Ah, herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Ich glaube, Frank ist noch tiefer in die Tempelritterkammern gegangen. So. Ich bin der Meinung, wir brauchen noch hier irgendein Holzstück, um... Warte mal. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Ja, okay. Aber alles klar. Wir haben hier... Nee, können wir nicht, ne? Nee. Das Schwert brauchen wir für was anderes. Hm. Komisch. Überall, wo Lilly war, ist plötzlich rosa Farbe. Ja, die komischen Gnome, Kartoffeltierchen da, die sieht Lilly öfter. Die malen halt gerne was an, habe ich das Gefühl. Hey, Kapu. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Es wäre cool, wenn du so zur Seite gehen könntest, weil ich würde da gern rauf. So, da oben, du stehst ein bisschen vor der Tür. Aber okay, dann nicht. Sie ist ja immer noch nicht fertig. Was ist denn mit dir, Birgit? Oh, so ganz schön lange, muss ich sagen. Ich bin echt enttäuscht. Aber gut. Dann ist es so. Moment. Kann ich vielleicht doch das Ritterschwert da vor diese Halterung legen? Bis wir vielleicht was Besseres gefunden haben? Oder ist hier doch irgendwie... Nee, eine Halterung, ja. Beichtstuhl. Ja, mehr nicht. Schade. Okay. Okay. Herrliche Welt. Endlich kann... Kannst den Horchposten wieder einnehmen. Ja. Gehen wir mal raus. Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Okay. Dann halt nicht. Wo kann ich, wenn ich im Beichtstuhl drin bin? Kann ich dann beichten? Schade, kann ich nicht. Ah, oh, das ist unfair. Ja, ist unfair. Warte, hatte ich hier gerade was gesehen? Haben wir nicht gerade irgendwas? Von wegen, ich kann irgendwas antatschen oder so? Nee. Okay, dann nicht. Ja, Frank geht halt sofort wieder raus, nachdem wir hier drin waren. Alles klar. Können wir draußen nochmal was machen? Moment, reden wir nochmal mit Chai und... Wie hieß die nochmal? Weil das ist ja geschrieben, ne? Zuka und Chai, genau. Zuka und Chai. Reden wir nochmal mit den beiden. Vielleicht haben die ja jetzt was zu sagen. Bleib uns bloß vom Leibe. Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Voll zu hardcore. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen... Puh. Dann halt nicht. Boah, ey. Können sich auch nicht einigen, ne? Was haben wir hier noch was? Ja, die Strickkisten, aber die sind ja... Unnötig. Reden wir nochmal mit Edna. Und? Kommst du voran? Ja. Ganz langsam. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lilly hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte,
Ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen. Und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Ja, toll. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Nein. Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist nicht bestimmt mehr wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Hat er schon. Nicht so laut, Dr. Mas, wenn du genügend den schon kennst, also näher in... Böse. Ja gut, wir brauchen halt immer noch dieses Holzstück. Damit wir... Ne? Wisst ihr. Ach egal, mir fällt's nicht ein. Ha! Damit wir Garrett einsperren können. So, das war's. Hier können wir auch noch nichts machen. Termiten, ja. Können wir mit den Termiten nochmal irgendwas machen? Das Glas mit Alkohol. Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte... Es ist Böses im Busch. Böses. Ja. Aber können wir dann nochmal den Alkohol hinpacken? Ob wir hier noch irgendwas holen? Nee, ne? Ja, der Baum. Aber der ist, glaube ich, momentan noch nicht interessant für uns, glaube ich. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich damit irgendwie verbinden sollte, sag ich mal, oder einsetzen sollte. Der Wasserhahn. Schade. Der Wasserhahn war leer. Ja. Hier war ja auch nichts mehr, außer der leere Ofen. Die Konservendosen, die ich aber nicht mehr benutzen, die ich noch nicht nehmen kann halt. Und ja. Unser Rezept bräuchten wir halt wieder irgendwie. Birgit ist ja auch noch nicht fertig. Können wir auch noch nichts nehmen. Birgit, reden wir nochmal mit Birgit. Lilly entschied Birgit in die Strebst. Ja, gut. Capo konnten wir auch nicht reden. Ja, hier konnten wir auch nichts mehr. Können wir das nochmal mitnehmen? Nee, ne? Lilly widerstrebte es. Ja, gut. Reden wir nochmal unten mit der Frau Oberin vielleicht? Ja, den Plan von Edna umsetzen. Garrett einzusperren, ja. Aber wie? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Ich kann ja nicht das Schwert in die Halterung packen. Das habe ich ja schon versucht. Und ich habe sonst nichts, was ich benutzen könnte, um ihn da einzusperren, so. Ein Meerschwein hätte gedacht, dass Birgit so tief sinken kann. Und beinahe hätte ich ihr das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande verliehen. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Ist das wirklich so schwer? Okay. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Fast alle? Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der... Ja, das hatten wir schon. Kein Messer, kein Rezept, kein Ofen. Hunger. Vielleicht geht's ja jetzt, wo Edna das gesagt hat. Mit dem Schwert, meinst du?
Ich versuch's, okay. Ah, endlich. Ich versuch's, ich bin mir nur nicht sicher, du. Ey. Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Geht nicht. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett im Beichtstuhl einzusperren, indem sie einen Riegel vor die Geheimtür klemmte. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Die Tür war fest verschlossen. Ich würde ja jetzt gerne, dass sie darüber... Ja, gut. Ich bin der Meinung, eigentlich finde ich hier so ein Holzstück. Aber hier ist kein Holzstück. Oder? Nein, ich sehe kein Holzstück und auch keins, nichts, womit ich interagieren kann. Ist vielleicht doch nochmal oben irgendwie was jetzt? Abends hing die obere... Aber... Das hatten wir auch schon. Kann ich vielleicht den Alkohol hier reinstellen? Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Ja. Das hatte ich auch schon versucht. Oder Napf. Von Lumpy. Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Ja, essen nicht, aber vielleicht trinken. Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Dann halt nicht. So, hier können wir auch nichts mehr machen. Ha. Ja, das kommt erst später, soweit ich weiß. Oder? Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Ja, das haben wir nicht. Der Haken war nur für die Teekanne bestimmt. Ach so, ja, okay. So, was hatten wir hier denn noch? Wir hatten hier nur Kronleuchterverriegelung. Das können wir noch nicht machen. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Hier hatten wir noch den Ballon. Der aber auch noch nicht runterkommt. Ein Gemälde. Also an deiner Nummer, aber davon kann... Yes, das hatten wir auch schon mal. Ich ist gerade etwas sehr verwirrend. Ja, die Muskete und so. Sagt der alte Greis nochmal was. Alles klar. Oder nicht? Ist Birgit langsam mal fertig? Nee, die ist auch noch nicht fertig. Ich glaube, die ist erst fertig, wenn wir Garrett eingesperrt haben. Bin ich der Meinung, oder? Ich weiß es nicht mehr. So, hier hatten wir auch nichts mehr, ne? Nee, nur die Halterung, Doris und das ganze Essen. Es tut mir leid, aber ich guck jetzt mal mit... Warte mal. Vielleicht können wir irgendwem von denen Alkohol geben. Für die Oberen zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Willst du mich etwa vergiften? Bring das sofort hier weg! Das eignet sich ja bestenfalls noch als Treibstoff für den Rasenmäher! Lilly durfte ihre... Nein. Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Warte mal, kann ich vielleicht jetzt Shai und so Alkohol geben? Weil die ja vielleicht jetzt ein bisschen traumatisiert sind und vielleicht ein Stückchen bräuchten? Keine Ahnung. Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den Toll zu... Das hatten wir schon. Wieder mit dem... Ja, Altner will auch keinen Alkohol. In Altner konnte man eigentlich allgemein nichts machen, oder? War das nicht so? Capo, willst du Alkohol?
Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ja, das geht. Willst du Alkohol, Birgit? Lilly entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Die strebsame Schülerin brauchte Zeit, um über ihre Fehler nachzudenken. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.